Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Ryan's Corner mit einer weiteren Folge des Let's Plays zu Pokémon Leuchtende Perle auf der Switch. Wir befinden uns aktuell noch auf Route 224. Ich blende es nochmal eben für euch hier ein. Hier waren wir ja im letzten Video unterwegs und hatten natürlich hier nochmal ein paar Trainerkämpfe. Und ja, hier oben hatten wir jetzt einen Stein vorfinden können, an dem man wohl irgendwas machen kann. Was man da machen kann, ist mir bislang noch nicht so zu 100% bekannt. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwas, weiß ich nicht, Pokémon-mäßig irgendwas beschwören kann, noch irgendein legendäres Pokémon. Mir ist es nicht bekannt. Ich möchte aber gerne dennoch in diesem Video weitere legendäre Pokémon versuchen zu fangen. Und das machen wir natürlich am besten am oder im Hamanazo Park. Und deswegen würde ich sagen, wir fliegen da jetzt auch hin. Denn wir haben ja noch 9 Fragmente in Größe S. Das heißt, wir könnten ja zumindest 3 Platten uns nochmal holen. Und können so eben versuchen, diese legendäre Pokémon auch zu fangen. Und das werden wir jetzt auch bevorzugt in diesem Video machen. So, hier können wir die Platten tauschen. Jetzt will ich, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, ne? Jetzt gerade mal eben kurz checken. Sekunde mal eben. Wir gehen jetzt nochmal eben hier in den Park. Und schauen jetzt einfach mal. Wir waren jetzt, als erstes waren wir hier in dieser Höhle drin. Wir können ja vielleicht mal kurz reingehen. Dann seht ihr auch nochmal die Pokémon. Da sind sie nämlich. Ja, ich habe das schon mal, glaube ich, auch in dem Video hier dazu erzählt. Ich weiß nicht, die sprechen mich überhaupt nicht an, diese Pokémon. Ne? Also optisch, rein optisch finde ich die, ja, nicht so gelungen. Aber gut, das ist meine Meinung. Ich, man muss keiner unterschreiben, diese Aussage. Das hier sind natürlich hier, ne, meine Lieblinge der ersten Generation. In dem Fall hier das Zapdos, das Lavados und das Arctos. So, jetzt hatten wir jeweils eben diese 3 legendäre Pokémon auch fangen können. So, jetzt muss ich mal eben hier nachschauen, weil wir haben natürlich hier mehrere Höhlen. So, und okay, hier ist die Sturmkammer zum Beispiel. Ja, okay. Wir haben verstanden, die Kamera kann gerne wieder zurückfahren. Ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel, ich hatte nämlich schon die Befürchtung, ist hier ein Sockel. Wir hatten ja gerade eben, habt ihr ja gesehen, jeweils 3 Sockel, beziehungsweise 3 ja, Plätze, auf denen dann eben diese legendäre Pokémon dann ja dann platziert werden, ne? Sobald man diese eben auch gefangen hat. Und ich meine mich zu erinnern, dass hier nicht überall in diesen Räumen ja auch dann eben 3 dieser Plätze da eben stehen. Deswegen will ich gerade eben mal abchecken, bevor ich es gleich blind irgendwie von jeder Platte versuche, irgendwie 3 mitzunehmen. Klar, wir können eh nur maximal 3 mitnehmen. Aber dann würde ich sonst einfach mal aufteilen, dass wir sonst irgendwie von jeder Platte eben eine mitnehmen. So, da ist die Kontinentkammer. Die hat auch nur einen Platz, richtig? Ja, sieht so aus. Deswegen würde ich sagen, wir gehen gleich hin und holen jeweils eben einen Sockel bzw. eine Platte, die wir halt entsprechend dann gleich in den Sockel dann auch einlegen. So, dann geht's hier wieder zurück. Dann müssen wir uns halt einfach nochmal überlegen, was wir denn gleich mitnehmen. So, was hätten wir? Also die Weisungsplatten und die Kantoplatten, die haben wir. Jetzt könnten wir die Gefühlsplatte, die Sturmplatte, die Meeresplatte, die Kontinentplatte und die Himmelsplatte und die Genplatte gibt es ja auch noch. Könnten wir mitnehmen. Ich wäre mal dafür, dass wir hier die Genplatte einmal mitnehmen. So, und ich hatte schon mal, jetzt ist natürlich auch schon wieder etwas länger her, hatte ich auch hier mal nachgeschaut. Ich weiß jetzt nicht, also von den Farben her, weiß ich halt nicht, ob das Rayquaza ist. Es könnte das Rayquaza sein. Sicher bin ich mir in dem Fall nicht.
Und wenn das dann die anderen legendären Pokémon wären, ich weiß nicht, ob das Kyogre ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht, was ist denn hier die Sturmplatte? Keine Ahnung, man müsste es auf jeden Fall rausfinden, indem man es einfach auch dann holt, ne? Ist ja die Frage, ob wir sonst einfach hier bei den dreien erstmal noch bleiben. Was haben wir jetzt geholt? Ich bin wieder komplett überfordert. Hatte ich jetzt gerade die Meeresplatte schon, oder was? Ehrlich nicht, oder? Ich hatte ja drei Stück. Ich hatte einmal die Genplatte, dann einmal die Himmelsplatte und jetzt kann ich hier noch aus den beiden aussuchen, oder nicht? Und nehmen wir mal die Kontinentplatte. Nehmen wir einmal mit. Ja, ich bin, wie gesagt, ein klein wenig verwirrt, aber alles gut. Oh ja, ganz kurz nochmal nachschauen, wie viele Pokébälle wir denn hier haben. So, Hyperbälle haben 106, das sollte erstmal ausreichen. Flottbälle 51, Timerball 40, Luxusball 21, ja. Ich würde sagen, so können wir uns dann auch jetzt den legendären Pokémon stellen. Und diese dann auch versuchen zu fangen. Ja, jetzt müssen wir natürlich nochmal schauen, wo wir denn jetzt hier genau hin müssen. Wir waren ja gerade eben schon in der Kontinenthöhle, ne? Oder? Die Platte haben wir doch. Wir prüfen das mal. Ich weiß gar nicht, war das jetzt hier? Ja, da ist es. Das hier können wir dann auch die Platte einlegen. Das machen wir mal. Ja, wenn das jetzt die legendären Pokémon sind, müsste es eigentlich das Groudon sein. Also, ne, Rayquaza, Kyogre, Groudon. Ja, da steht's auch. Sehr gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück. Kann natürlich auch jetzt wieder volles Rohr in die Hose gehen. Denn wir haben jetzt schon inzwischen zweimal ein legendäres Pokémon. Dreimal eigentlich sogar schon, fällt mir gerade ein. Denn das Selfe, glaube ich, ist uns mal entwicht. Ja, was heißt entwicht? Ich habe es besiegt, ne? Dann ist uns das Arktos einmal durch die Lappen gegangen. Gut, wir haben es im zweiten Versuch dann geschafft. Und ja, jetzt zuletzt ja auch noch das Heatran. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal. Ja, wollen wir uns herantasten? Wir versuchen. Man hätte natürlich erstmal jetzt auch einen Plottball versuchen können, ne? Ich weiß halt nicht, ob es funktioniert. Also, sehr unwahrscheinlich, dass es funktioniert hätte, oder? Daher. So, erstmal hier ein klein wenig Schaden machen, ganz klar. Und gleich. Jo, das. Das tut weh. Das. War ordentlich. So, jetzt sind wir schon wieder im roten Bereich. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt hier unser Giflor. Wir müssen natürlich aufpassen. Wir können natürlich sehr empfindlich sein gegen Attacken vom Groudon. Nur mit unserem Giflor hätten wir jetzt eben das Schlafbruder, ne? Oh, da hatten wir jetzt Glück gehabt. Das ist nämlich Schlafbruder. Ja. Eine Genauigkeit von 75. Also es könnte halt sein, dass es auch daneben geht. Man weiß es nicht, ne? Sehr gut. So, also das Groudon schläft jetzt. Und normalerweise, wenn ich mich nicht täusche, lässt sich ein Pokémon auch eher fangen, wenn es schläft. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal einen Luxusball und versuchen es. Ah, es geht wieder los. Es geht wieder los. Ah, ich habe keinen Bock. Ich. Oh, ist wieder aufgewacht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nochmal Schlafbruder. Nein. Bitte. Der muss rein. Danke. So, Hyperball. Hyperball. So, dann probieren wir es damit nochmal. Geil. Ja, ich glaube, das ist
Mit dem Einschläfern, glaube ich, dass das... Das ist nochmal ein kleiner Game-Changer. Warte, 950 Kilogramm. Ist ja fast ein Leichtgewicht in der Pokémon-Welt. 3,5 Meter groß, ey. Ich glaube, ich spinne. Ja, sehr cool. Ja, das ging ja jetzt doch etwas zügiger, ne? Ich sag ja, wenn man so an die Sache rangeht, eben die Pokémon einzuschläfern und dann diese auch zu fangen, dann geht das auch klar. Sehr schön. Was sind das für Items hier? Okay, Litzi-Berge. Aha. Okay. Die Salka-Berge. Und hier ist dann auch noch eine Berge, oder was? Okay. Eine Lingan-Berge. Okay. Haben wir das erste Pokémon gefangen? So, jetzt müssen wir uns einfach hier nochmal ein bisschen umschauen, ne? Klar. Denn wir müssen jetzt einmal die... Wir haben ja jetzt noch die Genplatte, richtig? Und was haben wir noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, hier ist die Gefühlskammer. Hier gibt es zwei Pokémon offensichtlich, aber hier haben wir jetzt, glaube ich, dann auch keine Platte dazu. Daher geht es auch wieder raus. So, da ist noch eine Höhle. Ich weiß schon gar nicht mehr, ist hier oben auch noch eine? Nee. So, geh jetzt mal eben hier rein. Himmelskammer. So, ja. Haben wir offensichtlich. Ja. Das könnte das Rayquaza sein dann, ne? Richtig? Yes. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, jetzt müssen wir erstmal mal schauen. Wir haben unser D-Floor. Das ist natürlich jetzt hier unser Pokémon, auf das wir achten müssen. So, das Luxa können wir vielleicht auch nochmal eben hier heilen. Dann würde ich sagen, dann zögern wir hier auch nicht lange und gehen auch direkt in den Encounter dem Rayquaza. Boah, jetzt ein schillerndes Rayquaza, ne? Ey. Wird so ausflippen, ey. Das ist auch einer der endgeilen, schillernden Versionen dieses Rayquaza. Wenn es einfach komplett so in Schwarz daherkommt. Ja, das ist halt die Frage, ne? Sollen wir unser Glück versuchen mit dem Flottball? Also es hat einmal funktioniert. Ich möchte es auf jeden Fall nicht unversucht lassen. Ja, dankeschön. Ich hab's verstanden. Nun gut, dann tasten wir uns auch wieder ein klein wenig ran hier. So, schauen erstmal, wie viel Schaden wir denn hier jetzt verursachen. Mal schauen, nicht, wenn er jetzt einen Volltreffer landen möchte. Ach, der schläft jetzt selber. Ach, wie geil. Das ist die Frage, wie lange das jetzt hält, ne? Weil er hat natürlich jetzt auch wieder seine Energie aufgeladen. So, schläft weiterhin. Währenddessen versuchen wir noch ein bisschen Schaden zu machen. Alter. So, komm. Überwall. Und dann zuck ihm eine, mein Freund. Boom. Kritischer Fang. Kritischer Fang, Leute. Ja, das geht ja jetzt, das geht ja hier jetzt ohne Probleme. Ja, kann erstmal an die Box. Ja, jetzt haben wir auch schon das zweite Pokémon gefangen. Ja, ich sag ja, das geht ja jetzt hier ja fast schon im Minutentakt, wie wir die Pokémon hier fangen. Hm? Ja, sieht schon cool aus, also. Rayquaza ist auch echt mit einer meiner Favorites. So, ja, Bokabire. Weiß ich, hatten wir die vorher noch nie. Wie sagen die Namen überhaupt gar nicht? Also nicht, dass wir jetzt hier
jede Menge Beeren regelmäßig sammeln, aber irgendwie, die sagen mir genau nichts. Ibisbär, oder? Das sagt mir vielleicht irgendwas. Keine Ahnung. Die werden auch einfach von mir überhaupt gar nicht hier genutzt in dem Spiel. Also, mal davon abgesehen, ne? Gut. Haben wir jetzt das Rayquaza schon gefangen. So, jetzt prüfen wir mal eben, was hier drin ist. Sturmkammer haben wir nicht. Oder? Nein. Jetzt könnten wir natürlich da vorne noch im Wasser schwimmen. Denn da vorne ist ja noch eine andere Höhle. So, checken zumindest mal ab, was da drin ist. Meereskammer. Ne, die Karte haben wir aber nicht. Nee. Weiß nicht, was das Grudon dann ist. Nee, nicht Grudon. Was erzähle ich denn da? Ist ja Quatsch. Jetzt ist mir Name schon wieder entfallen. Das Grudon haben wir ja gerade eben gefangen. Jetzt ist mir der Name schon wieder entfallen. Auf jeden Fall quasi das Gegenpart vom Grudon. Das Wasser-Pokémon. Wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen? Verdammte Axt. So, wo ist denn jetzt hier? Habe ich jetzt hier noch eine Höhle übersehen? So, in den beiden waren wir schon. Waren wir hier? Ach, hier ist die Genkammer. So, wenn ich mich nicht täusche, werden wir wahrscheinlich hier auch das Mewtwo dann finden, oder? Ja, wir möchten das gerne einsetzen. Ja, da steht er auch. Ganz lässig. Wedelt da mit seinem Schwänzchen. So. Kannst du uns vielleicht auch einen Gefallen tun, dich direkt einschläfern lassen und wir fangen dich dann auch innerhalb der nächsten 2 Minuten. Ich glaube, den Gefallen tut er uns nicht, ne? Den Gefallen tut er uns wohl nicht. Daher, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil es ist ja Psycho, ne? Und Unlichtattacken, die machen natürlich dann ein bisschen Schaden auch, ne? Dann die Frage, ob wir das vorsichtig machen wollen. Erstmal hier mit Biss. Oder ob wir halt erstmal mit Donnerblitz irgendwie. Ich würde mal sonst Donnerblitz machen, weil. Boah, hör auf. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt direkt aufs Giflo erstmal wechseln. Und dann mal Schlafpulver anwenden. Wenn jetzt nicht das Mewtwo irgendwie in einem Schlag unser... Okay, okay, okay. So, schlaf, Bruder, komm. Der muss rein da. Ja, das ist schon mal gut. Richtig und wichtig. So. Natürlich, das Mewtwo hat noch viel Gesundheit. Also verhältnismäßig viel. Ah, okay, alles gut. Noch ist nichts passiert. Weiter auf da, solange er schläft. Boah, ey. Wir bleiben natürlich dabei. So, jetzt wieder aufgewacht. Sehr gut. Und würde ich sagen, dann machen wir das gleiche nochmal. Wieso tauscht er die ganze Zeit die... Ich weiß es nicht. Was macht der da? Was macht der da? Frage ich mich. Sich auf jeden Fall nicht fangen lassen. Das macht er auch, ja.
Boom, 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 boom. Tja. Wir bleiben erstmal beim Hyperwall. Ja, ich bin halt echt vorsichtig, jetzt nochmal Schaden zu machen, ne? Ich habe ein klein wenig Angst. So, jetzt steht er wahrscheinlich wieder auf. Sind wir so blöd wach? Ne, er schläft noch weiter. Ich würde sagen, wir versuchen es natürlich weiterhin. Ja, jetzt ist er wieder aufgewacht. Nein! Boah, ich hätte schon fast wieder die falsche Taste gedrückt, ne? Okay, also ich will zuerst mal das Luxra nochmal ranholen und vielleicht versuchen, das Giflor zu beleben. Denn ich sehe echt keine andere Möglichkeit, das Pokémon zu fangen, ohne irgendwie, ne, sich einzuschläfern. Ich sehe da echt keine Möglichkeit. Deswegen, also, Beutel, Beleber. So, einsetzen. Währenddessen kann Mewtwo da gerne noch ein bisschen Schaden machen. Ist vollkommen in Ordnung. Ja, da würde ich sagen, dann heilen wir jetzt das Giflor auch nochmal. Keine Ahnung, ob es irgendwas bringt gleich. So, jetzt. Das kann jetzt halt ganz lange hin und her gehen, ne? Wenn er uns jetzt einmal trifft, wieder wie eben, dann kann er auch schon wieder Feierabend sein mit dem Giflor. Wir müssen es trotzdem probieren. Das ist ja. Tja, was machen wir? Kann man mal versuchen. Wir sind ja jetzt schon ein paar Runden hier dran. Ja, Luxusball, keine Ahnung. Wir schmeißen einfach mal was hier drauf und dann gucken wir mal, was funktioniert. Schauen, wie viel Schaden wir hier anrichten. Ja, es ist gefährlich, ne? Gefährlich ist das. Tja. Nochmal ein Hyperwall. Ja, ich weiß halt echt nicht, wie ich das jetzt noch handhaben kann, beziehungsweise soll, ne? Ein bisschen Schaden noch zu machen, wäre halt nicht ganz verkehrt, aber... Ich habe halt irgendwie, ich weiß es nicht, ich bin da extrem vorsichtig jetzt, ne? Wir könnten es halt mit dem Panferno und mit dem Steigerungshieb versuchen. Das ist eine Kampfattacke und eigentlich... Sollte das nicht effektiv sein gegen das Mewtwo? Eigentlich. Aber ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig. So, und eigentlich, der macht ja auch nicht viel Schaden, ne? Ach komm, wir versuchen es einfach mal.
alles klar, alles klar, alles klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Natürlich aufpassen, dass wir es nochmal machen. Der macht ein bisschen mehr Schaden dann, ne? Ja, alles klar, sehr gut, sehr gut. Okay. So, jetzt versuchen wir nochmal unser Glück. Wenn wir es jetzt gleich nochmal eingeschläfert bekommen würden, ne? Das wäre natürlich nochmal eine große Hilfe, ne? Ja, vielleicht sollte ich mich nochmal um das Giflor bemühen. Na komm, wir nehmen erstmal den normalen Beleber. So, dann holen wir das Giflor zurück. So, die Attacke müsst ihr halt gleich nochmal beim Giflor machen, ne? Tja. Wir könnten es nochmal mit dem Timerball versuchen. Wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, klar. Hätte es gedacht. So, Weißnebel. Ja, ach, ganz ehrlich, wir müssen es probieren. Wir müssen es probieren. Das Giflor muss jetzt rein. Ich glaube, heilen brauche ich es nicht, weil ganz ehrlich, wenn er uns Schaden zufügt, dann ist sowieso nach einem Schlag Feierabend. Daher, ich sage ja, wir müssen irgendwie hoffen, dass er gleich nochmal diese Attacke anwendet, wo er seine Statuswerte irgendwie tauscht. Ja, so. Sowas zum Beispiel. So, und jetzt, wenn wir Glück haben, kommen wir als erstes durch. Ja, noch. Das ist gut aus, ich müsste nur die Schlafpulver auch rüber. Ja, alles klar, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt nochmal ein Hyperball. Und jetzt Daumen drücken, dass das vielleicht jetzt funktioniert. Boah, ey. Was soll ich denn hier noch machen, ey? Jo! Danke, ey. Ach. Eieieieieieiei. Das war jetzt ja doch nochmal eine härtere Nuss. Naja. Wir haben es geschafft. Leute, das ist doch die Hauptsache, oder? Ja, schöne Sache, schöne Sache. Da steht dann auch nochmal das Mewtwo. Gibt es hier irgendwie noch ein Item jetzt oder so? Wie gerade eben auch. Scheinbar nicht. Ja. Dann hätten wir das jetzt auch. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Also, ne, es fehlen halt noch gewisse Pokémon. Wir hatten ja eben noch die eine oder andere Höhle gesehen, an denen wir noch Platten einsetzen können. Das werden wir natürlich auch noch mal irgendwann in den nächsten Videos machen. Ich werde natürlich in der Zwischenzeit wieder in den Untergrundhöhlen nach den Fragmenten suchen. Ja? Denn ich habe natürlich jetzt genau gar nichts mehr. Ne? Ich habe alles komplett ausgegeben, was wir hatten. So, wir bekommen noch mal Statuen für die Untergrundhöhlen. Sehr gut. So, wir können ja eben nochmal die junge Dame hinter dem Tresen mal ansprechen. Hier seht ihr es ja da, ne? Wir haben aktuell keine Fragmente mehr, ne? Das ist alles komplett weg. Und ja, wir müssten ja dann noch im Anschluss ja irgendwann nochmal hier die Meeresplatte müssten wir uns holen. Die Sturmplatte und die Gefühlsplatte, wenn ich mich nicht täusche, richtig? Also die stehen auf jeden Fall noch auf dem Plan. Das werden wir uns dann hoffentlich sehr bald anschauen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall in der Zwischenzeit nach den Fragmenten in den Untergrundhöhlen suchen. Das werde ich aber nicht aufnehmen, weil es ist halt, ich sag mal, ja, nicht so spektakulär und es zieht sich halt extrem lange. Daher, wie gesagt, mache ich das dann abseits des Let's Plays.
Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ja, und ich würde sagen, wir beenden auch jetzt dieses Video. In der nächsten Folge habe ich noch überhaupt gar keine Ahnung, was wir machen. Ich lasse mir bestimmt irgendwas einfallen. Wir könnten auf jeden Fall nochmal nach Blitzach reisen, denn dort ist ja auch diese Ruine, in dem wir das legendäre Pokémon Regigigas. Ich habe es ja letztes auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, den Namen richtig auszusprechen. Das sollen wir wohl dort antreffen. Dann müsste es irgendwo in dem Spiel ja auch noch das Giratina geben. Ja, das könnten wir uns auch mal anschauen. Wie gesagt, was wir jetzt genau machen im nächsten Video, ich werde mir dazu noch Gedanken machen. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir-Button drückt. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, habt noch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.